Hallo liebe Hundefreunde und herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Diesmal geht es um das Thema Hundebettchen. Es stellt sich die Frage, welches Hundebettchen ist am besten für meinen Hund geeignet? Nun, diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten, da muss jeder selber probieren. Ich will euch kurz mal von meinen Erfahrungen mit den Hundebettchen erzählen und euch den einen oder anderen Tipp geben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie groß muss denn das Hundebett für meinen Hund sein? Viele sagen, der Hund muss sich komplett in diesem Bettchen ausstrecken können. Meiner Meinung nach ist das viel zu groß. Viele Hunde wirken in solchen Betten wie verloren. Ihr kennt es vielleicht selbst von euren Hunden, wenn die sich so schön zusammenkuscheln, die brauchen nicht viel Platz. Und die suchen sich gerade die Ecken aus, wo man sich richtig schön einkuscheln kann. Das heißt, also dieses Bettchen hier ist zwar grenzwertig von der Größe her für den Pitchback, aber komischerweise, meine Hündin liegt da immer drin. Kunststoff hat mehrere Vorteile. Es ist leicht zu reinigen, es stinkt nicht, es verwittert nicht und es ist relativ günstig in der Anschaffung. Und wenn einmal das Bettchen nicht gefällt, ist es schnell ausgetauscht. Muss das Bettchen weich sein? Ja, der Liegeplatz des Hundes sollte weich sein. Erstens, damit sich der Hund wohlfühlt. Zweitens, damit man Schlieren an den Ellbogen vermeidet. Erste Möglichkeit ist einfach nur eine Decke für den Hund zur Verfügung zu stellen. Auf dem Markt gibt es verschiedene Decken, von ganz dünn bis ganz dick. Ich empfehle euch immer eine etwas dicke Decke, wenn es eine Decke sein soll, denn der Hund wird später dann an den Ellbogen keine Schlieren haben. Da bildet sich richtig dicke Hornhaut und das sieht unhübsch aus, vor allem wenn ihr später mit dem Hund mal auf Ausstellung wollt. Die zweite Möglichkeit sind die sogenannten Weidekörbe. Seht ihr hier im Hintergrund? Weidekorb hat einen großen Nachteil, vor allem wenn euer Hund auch kaut. Er zerkaut die einzelnen Streben hier. Und die werden mit der Zeit richtig scharfkantig, sprich hohes Verletzungsrisiko. Eine Alternative zu diesen Weidekörben sind die Plastikkörbe. Seht ihr hier? Ich würde die auf jeden Fall einen Weidekorb vorziehen. Ich selbst habe 3 von diesen Plastikkörben und großer Vorteil an der ganzen Geschichte ist, die sind leicht auswaschbar. Man kann sie auch desinfizieren, wenn mal irgendwas sein sollte. Und man sieht, vor allen Dingen, wenn man die richtige Farbe wählt, nicht unbedingt jedes Staubkorn auf diesen Dingern. Die dritte Möglichkeit ist die Hundetransportbox. Hier ist ein großes Modell zu sehen. Großer Vorteil an der Hundetransportbox ist, dass sie auf Reisen mitgenommen werden kann. Der Hund kann in der Box auch eingesperrt werden. Sprich, wenn man mal 5 Minuten nicht im Hotelzimmer ist, muss man nicht unbedingt Angst haben, dass der Hund die Bude zerlegt. Ein weiterer Vorteil der Box ist, dass man sie nachts zumachen kann. Es gibt Hunde, die einfach partout nicht lernen wollen, ihre Blase zu halten. Das heißt, die pießen alle 10, 15 Minuten irgendwo hin. Klärt vorher bitte medizinisch ab, ob der Hund nicht gerade eine Blasenentzündung hat. Wenn dies nicht der Fall ist, dann ist es meistens so, dass der Hund sein Revier noch nicht akzeptiert hat. Sprich, wenn der Hund unbeaufsichtigt ist, ist er in der Box. Und die Box wird zugemacht. Neben der Transportmöglichkeit ist die Hundetransportbox natürlich ebenfalls leicht abwaschbar. Das heißt, viele Hunde vertragen oft das Autofahren nicht, kotzen schon mal ins Auto oder bei Welpen passiert das eine oder andere kleine Missgeschick. Ist relativ leicht abwaschbar, sprich mit dem Gartenschlauch einmal drüber und das Ding ist sauber. So, dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und wir sehen uns bei den nächsten Videos. Yoga! Eieiei!